So, aus gut und wieder am Start. Atomic Hearts, wir machen weiter. Nachdem wir letztes Mal ganz viel gesucht haben, können wir ja total massiv jetzt die Story verfolgen. Das Update hat sogar gebracht, inzwischen, dass die... Ah, Day One Update hat gefixt, dass man sehen kann, in welchen Testgeländen man schon drin war und ob man die Sachen da schon her hat. Das hatten wir ja vorher, da waren da Placeholder-Icons drin, das haben sie wohl gefixt im Day One Patch. Tja, das Inventar ist immer noch mini. Man kann jetzt aber auch im Inventar so automatisch sortieren. Ich glaube, das war vorher nicht möglich. Munition ist alles sichtbar. Neuropolymer. Ach, da ist das angezeigt. 98. Egal, wir verfolgen mal die Story. Jetzt haben wir den riesigen, runden Roboter, der hier rumgefahren ist, zerstört. Boah, ich habe ganz vergessen seit gestern, wie hübsch das hier eigentlich ist. Wobei viele Leute sich ja aufregen, dass das Raytracing jetzt nicht drin ist, aber lieber gar kein Raytracing als irgendwie ein Raytracing, was die Performance total zerstört bei den meisten Karten. Ganz schön beeindruckend, was? Man sieht, dass wir an der Schwelle zu einem großen Durchbruch stehen. Wenn nur nicht überall diese Leichen rumliegen würden. Am Montag findet eine Feier anlässlich der nationalen Polymerisation und des Starts von Kollektiv 2.0 statt. Alle hochrangigen Mitglieder der Kommunistischen Partei werden hier sein. Bis dahin kann ich alles in Ordnung bringen. Ich kann nur hoffen, dass dein Optimismus berechtigt ist. Das ist er. Du wirst schon sehen. Ich werde Dr. Sechenov nicht wieder hängen lassen. Ich verstehe die Frage nicht, was mit meiner Stirn los sein soll. Noch mehr verschlossene Türen. Wer zur Hölle sperrt hier alles ab? Ich wette, der Penner hat zu Hause auch ein Kombinationsschloss am Scheißhaus. Diese Tore werden durch eine symbolische Geste während der Zeremonie geöffnet. Wie symbolisch? Das Spiegelsystem wird Lichtstrahlen auf das Modell unseres Sonnensystems richten, das über dem Eingang hängt. Mal sehen, was sich machen lässt. Gut, der Spiegel rechts stimmt. Ah, der Spiegel links funktioniert nicht. Etwas blockiert den Mechanismus und hindert so den Spiegel am Aufsteigen. Verstehe. Dann mal wieder zurück in den Keller. Na super. Ein Zutritt. Und ein Totenschädel? Wirklich einladend. Wo bin ich? Das magnetische Schockwellenabsorptionssystem befindet sich in diesem Kellergeschoss. Die Räume hier sind voller beweglicher Elektromagnete. Da kann ich ein EMP verwenden. Das bringt mich doch nicht um. Hoffentlich nicht, Genosse Major. Was? Ich könnte also von einer einstürzenden Magnetmauer erschlagen werden? Theoretisch sollte dies nicht passieren. Aber das ist nur eine Hypothese. Ich war hier noch nie. Echt jetzt? Das ist ja komisch. Aber egal. Ach krass, hier wird alles nach unten gezogen von den Magneten. Das war in der Testchamber nicht. Der Schocker lädt die Stelle auf in den Magnetfeldern. Aber ich gucke jetzt auch mal ganz genau, was sich so verändert hat durch den Day One Patch. Der war nämlich gar nicht so klein. Der war nämlich so circa 3 GB. Also kann noch einiges gefixt worden sein. Genosse Major, bist du schon beim WDNH? Fast. Was soll das heißen? Das heißt, dass ich fast da bin. Ich bin beim magnetischen Schockwellenabsorptionssystem und suche nach einem Weg, die Eingangstüren zu öffnen. Kannst du mir da helfen? Nein, dazu bin ich nicht in der Lage. Das ist dein Problem. Dann lass mich in Ruhe. Ach, scheiße. Aber ist ja nicht so schlimm.
Moment, lag da unten noch eine Leiche? Ja. Hey, Genosse! Hast du vielleicht Oleg gesehen? Kommt drauf an, wer Oleg ist. Mein Partner, mit dem ich hier gearbeitet habe. Er sagte immer, dass diese Dinger noch unser Tod sein werden. Wir haben sogar gewettet, wen die Magneten als Ersten zerstückeln. Wir wurden bei dem ganzen Chaos getrennt. Also weiß ich nicht mal, ob ich gewonnen habe. Welche Magneten? Wozu sind die hier? Magnetische Absorption kann alle möglichen Vibrationen auffangen. Unentbehrlich, wenn du in einem Raum gefährliche Chemikalien oder einen Atomreaktor hast und nebenan die Burafslöcher bohren, von der Gefahr durch Erdbeben, Erdlöcher oder Fundamentprobleme ganz zu schweigen. Und wir wollen ja nicht, dass all diese hübschen DNS-Spiralen bei einem Unfall kaputt gehen. Also, was ist mit Oleg passiert? Ich glaube, du hast gewonnen. Dich hat es als Ersten erwischt. Echt? Das hört man gerne. Endlich mal wieder gute Nachrichten. Er schuldet mir einen Drink. Sag ihm das, wenn du seiner Leiche begegnest. Tja, die Toten sollten die Lebenden nicht belästigen. Achte auf deinen Kopf. Danke. Aber anscheinend war mein Archiv mit sich nachgereicht. Weil laut Archivmentliste war es der erste Tote, mit dem ich gesprochen habe, was natürlich irgendwie ein bisschen schade ist. Weil ich ja schon ein paar Sachen erledigt habe. Wenn ich das von hier aus versuche, dann geht das. Normale Heilung? Nee. Haben nur auch mittlere. Schon wieder diese Dinger mit ihren elenden Schnurrgarten. Oh mein Gott, wo kommst du denn her? Okay, das scheint direkt ein Bug zu sein. Geil. Fünf Sekunden im neuen Spiel, schon verkackt. Muss ich nachladen. Von zwei Sekunden davor. Oh, was ein Start. Alles gut, Schatz. Leg dich wieder hin, Maus. Ach so, weil der auf dem Boden liegt. Was glotzt du so, du Metallarschloch? Schon wieder diese Dinger mit ihren elenden Schnurrbärten. Also lass sie einfach nicht mehr berühren von denen.
Ist auch geil. Ja, der Bug kann ja nicht passieren, wenn ich nicht berührt werde von den Robotern. Das nennt man Stalin-Werte. Wozu ist denn dieses beschissene Labyrinth gut? Das magnetische Schockwellenabsorptionssystem wurde von Wissenschaftlern der Polytechnischen Universität Kiew entwickelt. Es ist ein komplexes Gerät, das eine Konfiguration der jeweiligen Situation anpasst. Also ist das der Plan B für den Katastrophenfall? Das auch. Aber in erster Linie ist das hier ein Probelauf des magnetischen Schockwellenabsorptionssystems. Hier wird das System unter Erdbedingungen perfektioniert, damit es im Weltraum eingesetzt werden kann. Okay, Wissenschaft ist Macht, keine Frage. Aber wir müssen immer noch herausfinden, wie wir an all diesen Magneten vorbeikommen. Ich habe das Gefühl, es läuft besser als gestern. Und irgendwie fand ich komisch jetzt schon am Anfang, dass irgendwo einfach so Metall rumliegt. So als einzelnes Objekt, das war ja vorher auch noch nie. Ich glaube, da ist Oleg. Stiefel, aber wir hatten keinen Plan. Wovon redest du? Mein Partner und ich haben hier die Magneten gewartet. Und jeden Tag sorgten wir uns, dass wir geerdet werden könnten. Also trugen wir Gummihosen, schluckten Pillen, steckten Alufolie unter den Helm. Alles, um nicht vom magnetischen Feld zerrissen zu werden. Aber dann haben euch die Roboter getötet. Ach was, die Roboter. Es war Nachlässigkeit. Wir hätten uns Waffen und Schutzwesten beschaffen sollen. Das Problem war nicht die Roboter, sondern die mangelnde Vorbereitung. Du solltest immer wissen, was passieren wird. Man kann nie auf alles vorbereitet sein. Was für eine lausige Entschuldigung. Hör auf meinen Rat. Träne dich nie von etwas Nützlichem. Überleg es dir zweimal, bevor du eine Kugel verschwendest. Sprinte stets geduckt von Deckung zu Deckung und untersuche nie etwas, wenn es sich vermeiden lässt. Och, wenn man sich daran hält, wird das Leben ganz schön langweilig. Wer meinen Ratschlägen folgt, der lebt länger. Deine Logik hat ein Loch von unübersehbarem Ausmaß, aber meinetwegen. Hat bei dir nicht gut genug geklappt? Kalorien zählen ist das Mittel fürs ewige Leben. Schon wieder eine Tür ohne Schloss. Wo ist das Relais, Charles? Ich sehe nichts an den Wänden. Sagen, das hier drin, oder? Ja, auch nicht. Ah. Okay, ich muss also auf den drauf. Charles, was zum Teufel hat Molotow denn gegen Dr. Sechenov? Warum setzt er zwei Tage vor dem Start von Kollektiv diese Kommission ein? Alles ist bereit. Genau deshalb, weil alles bereit ist. Was? Willst du etwa sagen, dass Molotow und seine Kommission die Früchte von Sechenovs Arbeit stehlen wollen?
Zwei Tage vor dem Start. In der Tat. Die von Petrov verursachte Störung ist der perfekte Vorwand, um zu zeigen, dass Dr. Setchenov nicht fähig ist, Anlage 3826 zu leiten. Und damit auch die Polymerisation der Sowjetunion. Und was hat der Boss damit zu tun? Das ist doch alles Petrovs Schuld. Der hat dafür gesorgt, dass die Roboter die Anlage zur Leichenhalle machen. Ich fürchte, dass dem Genossen Molotow die Anzahl der Opfer egal ist. Aber das gilt auch für den Genossen Setchenov. Wie? Was redest du da, Hanschu? Der Boss tut alles, um das wieder zu bereinigen. Du tust alles, um das wieder zu bereinigen, Genosse Major. Nicht Dr. Setchenov. Aber er hat mich doch hierher geschickt. Aber warum nur? Denken wir es logisch durch. Die Genossen Setchenov und Molotow sind beide daran interessiert, dass der Rest der Welt nichts von diesem schrecklichen Störfall erfährt. Weil niemand glauben würde, dass eine Handvoll Verräter dafür verantwortlich ist. Alle würden denken, dass sowjetische Roboter gefährlich sind. Genau. Aber welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus? Gehen wir mal davon aus, dass die Genossen Setchenov und Molotow beide ein persönliches Interesse daran haben, diesen Albtraum so schnell wie möglich zu beenden, richtig? Ja. Na und? Wir erleben hier einen Machtkampf. Statt bei der Regierung Truppen anzufordern, um die feindseligen Roboter zu zerstören, Petrov zu verhaften oder die Krise sonst wie zu beenden, unternimmt Dr. Setchenov alles in seiner Macht Stehende, um diese Tragödie zu verheimlichen, sogar gegenüber der Regierung. Getrennt. Wir haben gucken, ob da noch was drin war, aber. Die Armee schicken. Wenn einer von ihnen dem Feind Informationen zuspielt, ist es aus. Doch man würde nur verlässliche Truppen entsenden, den Agentenverband zum Beispiel, der Setchenov treu ergeben ist. Der könnte sich mit Kampfrobotern zusammentun und ihm nur die Ordnung wiederherstellen. Aber wem sage ich das? Aber das ist... Oh, ich meine... Scheiße, ich kapier's nicht. Warum muss das so kompliziert sein? Weil Dr. Setchenov ohne Autorisierung des Politbüros keine Truppen oder Kampfroboter einsetzen kann. Ganz im Gegenteil. Er tut alles, um dafür zu sorgen, dass die Regierung nicht weiß, was passiert ist. Warum wohl? Weil seine Feinde ihm kollektiv wegnehmen wollen? Jetzt, wo alles gebaut und betriebsbereit ist und jedes Arschloch mit einer Dienstmarke es starten könnte? Gut möglich. Einfach die Störungsursache reparieren und einen Knopf drücken. Die Genie-Schöpfer und Ingenieure haben ihr Werk bereits getan. Jetzt muss man nur noch die Früchte ihrer Arbeit genießen. Also will Genosse Molotow Dr. Setchenov wegen der jüngsten Ereignisse ins Gefängnis stecken, um die Anlage selbst zu übernehmen? Genauer gesagt will er die Leitung von Kollektiv haben. Aber wie soll das gehen? Dort werden wir doch alle gleich sein. Aber manche werden gleicher sein als die anderen. Theoretisch sind da Teile drin, die kann ich aufsaugen. Ich weiß, dass hochrangige Parteimitglieder mehr Befugnisse im Kollektiv haben werden als Normalbürger, aber das ergibt ja Sinn. Jemand muss doch die wichtigen Entscheidungen treffen. Ach so? Und warum nur? Zum einen muss jemand dafür zuständig sein, dass sie ausgeführt werden. Es kann ja nicht jeder für alles verantwortlich sein. Jeder bedeutet keiner. Jemand muss sich drum kümmern. Und wenn die ganze Welt nichts anderes tun würde, als wichtige Entscheidungen zu diskutieren, würde ja nie was passieren. Alle würden die ganze Zeit nur reden. Aber stimmt das? Du sagst, dass die ganze Welt wichtige Entscheidungen endlos diskutieren würde. Doch Kollektiv ist ein Kollektivbewusstsein.
Wenn alle miteinander verschmolzen sind, wird die ganze Menschheit augenblicklich wissen, was jeder Einzelne denkt. Im Kollektiv ist alles transparent und dieses Bewusstsein trägt die Verantwortung. Hat denn jemals jemand eine solche Bewusstseinsstufe erreicht? Selbst hier in der UdSSR? Vom Rest der Welt ganz zu schweigen. Vollkommen richtig. Die Welt ist vielleicht noch nicht reif für Kollektiv. Die Anführer der Sowjetunion verstehen das sehr wohl. Deshalb wird die Partei gewisse Befugnisse in Kollektiv haben. Und wo ist da das Problem? So war es doch schon immer. Wirklich? Oder hat es schon immer einen unbestrittenen Anführer gegeben, einen Strippenzieher, der das Politbüro, den Ministerrat und alles andere kontrolliert? Soll das heißen, dass es in Kollektiv einen alleinigen Anführer geben wird? Ich will sagen, dass Natürlich. Die Menschen sich per Neurokonnektor mit Und wegen dieser Kleinigkeit klemmt hier alles? Ach, das ist ja völlig bescheuert. Du kannst mit dem Spiegel zur Oberfläche aufsteigen. Da hast du ausnahmsweise mal recht. Auf demselben Weg werde ich jedenfalls nicht zurückkommen. Na, jedenfalls wird es genauso sein. Das ist Gedankenkontrolle nur. Sonst nix. So, plus plus wird ja minus. Der rote muss nach unten. Du musst nach oben. Fertig. Der Regierungskommission hat Moskau bereits verlassen. Sie können jeden Moment eintreffen. Wenn die Kommission noch nicht gelandet ist, bleibt uns etwas Zeit. Lass mich einfach arbeiten. Soll ich Dr. Sechenov melden, dass es seine Anliegen sind, die dich von der Arbeit abhalten? Ja, und du kannst auch melden, wie du auf der Maglev-Plattform vor diesen Robotern weggelaufen bist, statt mir zu helfen. Ich bin kein Soldat, Genosse Major. Ich verrichte geistige Arbeit, nicht niedere Tätigkeiten. Gewalt gegen Roboter ist dein Spezialgebiet. Die einzige Arbeit, die du gerade verrichtest, ist mir das Ohr abzukauen. Hör auf, meine Zeit zu verschwenden. Was? Nichts. Ah, dachte ich mir doch. Willkommen. Puzzles, Spiele und Spannendes im Museum. Im Museum gibt es verschiedene Herausforderungen und Puzzles, die Spaß für Jung und Alt bieten. Für den Abschluss einer Herausforderung haltet ihr eine Sammelmarke namens Rubileum. Neuer Kassettenspieler, Elektronika. Mit automatischer Rückspielfunktion, ganz ohne Bleistift. Ab dem 15. Juni 1955 erhältlich. Der Tomahawk-Komplex, Fusionsenergie. Tokamak, so. Kontrollierte thermonukleare Fusion statt. Geräte mit feinen und weiteren Markierungen reagieren auf Steuersignale. Yeah.
Hätte wir vielleicht anschleichen sollen. Was nun? Eine Ewigkeit auf diesen Schrotthaufen starren? Die hinterhältige Maschine, die mich getötet hat? Ich weiß nicht, ob das mit der Schrift auf Deutsch jetzt durch den Pad gekommen ist. Weil vorher war das ja kyrillisch mit Untertiteln, aber ich glaube, das hat nur was mit den Plakaten zu tun. Ich denke mal, die Schrift wäre sowieso auf Deutsch gewesen hier. Oder in der Landessprache, auf das das Spiel eingestellt ist. Das ist eine Phase, die geht vorbei. Ich weiß schon nicht mehr meinen eigenen Namen, aber seine Metallfresse ist immer noch da. Ich erinnere mich noch, wie der Bastard mich aufgeschlitzt hat. Es hieß, dass die Roboter uns ersetzen würden. Also, als Arbeitskräfte. Und das haben sie auch getan. Indem sie uns alle abschlachteten. Davon hatte keiner was gesagt. Lass mich in Ruhe. Ich will einfach nur wegdösen. Ja, wenn eine Leiche spricht, macht der Hund den Kopf hoch. Ich glaube, der mag das nicht, wie die klingen. Analyse der biometrischen Indikatoren hat gegeben, dass 96,4% der Besucher im Berichtszeitraum 1955 folgende Reaktionen auf das Aussehen der folgenden Roboter gezeigt haben. Umgangssprachliche Namen. Rafik 2, Tereshkovka 10, Vova 5, Beliash 8, Natascha 10, Arbeiter 4, Igelchen 3. Schickt die Daten zur Analyse an die ADK. Genosse Nazarov, ich bin begeistert von deinen Plakaten. Hervorragende Arbeit. Allerdings möchte ich gerne noch einen Satz neue Plakate für meine Untergebenen bestellen. Sie müssen brutal und blutig sein. Erinnerst du dich an Vorsicht vor der anderen Seite des Netzes? So nur noch viel brutaler. Die Magnete hier sind sehr, sehr gefährlich und die Plakate sollen den Leuten zeigen, dass der kleinste Fehler tödlich ist. Bitte den folgenden Text aus den Broschüren für das dritte Quartal 1956 löschen. Das WDNCH sollte ursprünglich wie Chelomai ein fliegender Komplex auf einer Icarus-Plattform sein. Dieses fliegende Museum sollte durch die Sowjetunion reisen und Besucher aus den Städten und Dörfern entlang einer Flugroute einladen, hinaufzukommen und die Exponate zu bestaunen. Allerdings wurden in solch rasantem Tempo neue museumswürdige Maschinen entwickelt, dass die Ausstellung unweigerlich schon veraltet gewesen wäre, während die Plattform gerade von Vladivostok nach Leningrad fliegt. Es wurde daher entschieden, das WDNCH in Anlage 3826 zu belassen. Wir müssen erstmal ein bisschen lesen, weil hier ist nämlich ein Code. Wobei. Mal gucken, hier ist noch russischen Text. Der jetzt gerade nicht automatisch übersetzt wird. Das vielleicht jemand von außen irgendwas, was für ein Code das sein könnte. Speichere Daten. Willkommen im Hauptkomplex. Flugautos bald erhältlich. Designer hauchen alten Brücken wieder Leben ein. Gusseisernes Geschirr. Begebt euch zum Informationsraum. 3D-Druck in der Sowjetunion. Ich verstehe das nicht. Ich helfe gerne. Fehler 680. Wenn nicht möglich. Ich rede sofort mit dir. Du kommst so spät, ich bin schon tot. Ich verstehe das nicht.
So, sind hier irgendwelche Informationen drin für... Ja, heißt, hör mal, Karim. Ich meine es ernst. Irgendjemand läuft nachts durch die Ausstellung. Ja, ich weiß, auf den Kameraaufnahmen ist nicht zu sehen, aber ich habe eine leuchtende Silhouette gesehen und ich war... Ich war nicht betrunken. Du weißt genau, ich habe seit dem Krieg keinen Tropfen mehr angehört. Es war fast, als wäre die Gestalt aus einer Wand gekommen. Wie ein Irrlicht und dann einfach in den Ausstellungsstücken vorbeispaziert und in der Dunkelheit verschwunden. Es haben auch einige Fremdenführer berichtet, dass sie im Dunkeln so etwas wie eine fliegende Frau gesehen haben, die fürchterlich weint. Falls sich da jemand einen Scherz erlaubt, dulde ich das nicht. Du kennst mich, ich schlage ihm seine verdammten Zähne aus, egal wer es ist. Aber falls nicht, jedenfalls übernehme ich ab sofort keine Nachtschichten mehr. Der Direktor des Theaters hat sich nur zur Angewohnheit gemacht, seine Gäste, die seine Einrichtung häufig in nicht vollständig nüchternen Zustand verlassen, in WDNCH einzuladen. Diese lauten angetrunkenen Besucher legen ein inakzeptables Verhalten an den Tag. Da es sich jedoch häufig um hochrangige Beamte handelt, können wir sie nicht maßregeln. Bitte findet einen Weg. So, der direkte Konflikt zwischen S. Lastoschkin, dem Direktor des Theaters und unserer Geschäftsführung, erhaltet WDNCH-Mitarbeiter in Zukunft keine kostenlosen Theaterkarten mehr. Wir dürfen uns das nicht gefallen lassen, Genossen. Jeder weiß, dass das Theater unter der Leitung dieses aufgeblasenen Gags zu einem Sündenfuhl verkommen ist. Ich halte regelmäßig Nachrichten darüber, was hinter der Bühne geschieht. Schützt euch und eure Untergebenen vor diesen Borjusen... Vor diesen Lastern, sag ich jetzt einfach, die einen sowjetischen Bürger unwürdig sind. Wenn nicht möglich. Bordell also. So, hier ist gar nichts drauf. Ich habe jetzt auch nichts gesehen, was auf den Code hinweisen könnte. Ist dann leider erstmal so. Nein! Ich habe mich doch nur verklickt. Was nun? Eine Ewigkeit auf diesen Schrotthaufen? Ich kann dir nicht helfen. Ach, überall Leichen. Das Überraschende ist eigentlich Leichen in verschlossenen Räumen. Da ist Tereshkovas Arm. Was macht dieser Metallperversling damit? Das ist eine Roboterbedienung. Ja, und sie bedient die Menschen, die sie getötet hat. Ich werde diesen verdammten Roboter zertrümmern. Der Roboter ist derzeit nicht feindselig. Wir sollten uns den Arm kampflos nehmen können. Ich bin schon da, wo ich nachher hingemusst. Also denke ich mal.
So, ich gehe mal eben ganz kurz hier durch. Der geheime Test. Ich lese nur mal quer, weil ich möchte... Ich gucke eigentlich nur hier gerade so viel rein, weil ich hoffe, dass hier irgendwo ein Hinweis ist auf den Code für die Tür vorne. Sogenannte Wolkentreppe. Die Idee am Eingang, die Vorschläge können bis einschließlich 15. eingereicht werden. Nochmal zu unseren Besuchern. Besucherbetreuung. Heimlich durchgeführte Intelligenztest. Warum haben wir unser WDNCH nach dem berühmten Museum in Moskau benannt? Zuerst war Museum des russischen Fortschritts angedacht. Aber wir waren uns alle einig, dass das einzige naheliegende Akronym MERV euphonisch nicht ideal wäre. Ich glaube übrigens nicht, dass er das so geil findet, wenn wir gleich dem den Arm wegnehmen. Ist er sein Spielzeug? Hört mal, Leute! Ich habe mir die Aufzeichnungen von euren Führungen angesehen. Warum sind die denn so langweilig? Grafikroboter haben diesen und jenen Einsatzzweck, bla bla bla. Und dann werdet ihr ganz technisch. Da sind auch Kinder dabei, ist euch das klar? Jungpioniere, Oktoberkinder, die muss man unterhalten, ungefähr so. Das ist der Roboter Grafik. Er ist richtig nett. Bisschen dicklich vielleicht, aber echt spitze. Oder, keine Ahnung, arschgut? Wir sollen vor den Kindern Arsch sagen? Ihr wisst, was ich meine. Sagt nicht arschgut, sagt... Keine Ahnung, irgendwas anderes. Die Führung muss spaßig sein. Lasst die kleinen Kröten über die Roboter krabbeln. Lasst sie auf ihnen reiten. Was weiß ich? Die Roboter sind sicher und spaßig. Wir wollen ja das Interesse der Kinder wecken und sie nicht einschläfern. Scheiß werde ich tun. Ich lasse dieses Mistding doch nicht am Leben. Musste Waffen wechseln. Wir waren nämlich geschützt gegen Elektronik aus der Pistole. Aber da haben sie nicht verändert, dass der Aufbau von den Informationen so lange dauert. Schade. Moment, du zeigst mir da an. Da drin ist auch eine Uhr. Ich bin wieder zu neugierig. Achso, damals hätte ich mit dir reden können, hat die mir gesagt, ich kann nicht mehr, ich sterbe jetzt. Und tschüss. Und dann, ja, mit dem Arm kann man das öffnen. Und jetzt habe ich den Arm und kann das öffnen. Halt ihn an meine Neurosensor-Kontakte. Multischlüssel aktiviert.
jetzt? Danke, dass du mir geholfen hast. Ohne Schlüssel fühlte es sich an, als würde mir ein Glied fehlen. Einen Moment bitte. Haben wir sie repariert oder beschädigt? Tereshkovas sind modernste Modelle mit Selbstreparatursystemen. Eine berühmte Schauspielerin und Kosmonautin diente ihnen als Vorbild. Ach, das geht mir sowas von am Arsch vorbei. Viel besser. Wenn du erlaubst, halte ich jetzt eine Rede. Seid gegrüßt, Genossinnen und Genossen. Willkommen im sowjetischen Ausstellungszentrum. Was soll der Scheiß? Welche Rede? Du spazierst an Leichenhaufen vorbei, überall ist Blut. Und du willst eine Ansprache halten? Meine Algorithmen sind von Grauen erfüllt. Mir fehlen jedoch die nötigen sprachlichen und visuellen Mittel, um Furcht, Entsetzen und andere negative Emotionen auszudrücken. Ich wurde erschaffen, um immer positiv und optimistisch zu bleiben. Die groteske Diskrepanz zwischen meinem Verhalten und der grauenhaften Umgebung widert mich an. Aber ich kann nichts dagegen tun. Ach, verstehe. Damit konnte wohl niemand rechnen. Also, Roboter, versetzt das WDNH in den Drillmodus. Drillmodus? Das würde noch stärkere Aggressionen der passiven und physischen Sicherheitssysteme auslösen. Dies könnte dich gefährden und zum Tod von Überlebenden führen, sofern es noch welche gibt. Ja, eben, sofern es noch welche gibt. Aber das hier ist der reinste Friedhof. Jetzt tu endlich, was ich dir sage, Roboter. Du hast mir einen seltsamen Befehl gegeben. Alle Menschen im Komplex wurden von Robotern getötet, doch du bist unversehrt. Das ist verdächtig. Beweise, dass du ein Mensch bist. Ich werde nicht den Befehlen eines Roboters folgen, der sich als Mensch ausgibt. Toll. Und wie bitte soll ich das tun? Mir die Adern aufschlitzen? Du musst den Darwin-Test bestehen, um zu beweisen, dass du ein Mensch bist. Was? Welcher Test? Wie wär's, wenn ich dir stattdessen den Kopf abreiße? Ohne ihre Hilfe wird es zu lange dauern, den Drill-Modus zu aktivieren. Ich kann diese Information bestätigen. Ah, meinetwegen. Dann mache ich halt deinen verdammten Darwin-Test. Was soll ich also tun? Beweise, dass du ein Mensch bist, Pionier Nechayev. Lege 3 Gegenstände auf dieses Podest, welche die 3 wichtigsten Werte eines Sowjetbürgers repräsentieren. Kunst, Arbeit, Leben. Schöne Scheiße. Jetzt muss ich mich mit noch einem Schloss rumärgern. Ich bin der reinste Magnet für nervigen Scheiß. Radio für Kunst. Hallo, wir haben besucht Robotermuseum. Wir sehr beeindruckt. Alles sehr gut funktionieren, aber wäre schön, wenn Schilder auch in andere Sprache. Mit Übersetzer ist sehr schwer. Wir lange mussten suchen Wasserklosett. Aber alles sehr schön. Union von Sowjet, sehr schönes Land. Wir unbedingt kommen wollen bald einmal wieder. Ich bin enttäuscht. Wo ist die Militärtechnologie in diesem Museum? Da, der Hammer. Darf ich mal auf dein Display hier gucken? Kinder, vor allem Jungpioniere, sind unser schwierigstes Publikum. Sie sind laut und unruhig und ihre Betreuer haben die meisten nicht im Griff. Es wird etwas leichter, wenn man sie Spiele mit Belohnungen spielen lässt oder ihnen Aufgaben gibt. Aber die Arbeit mit einem solchen Publikum erfordert eine ganz bestimmte Herangehensweise. Versucht den Weg von oben nach unten zu gehen, ohne zu lange stehen zu bleiben. Lasst die Kinder nicht abseits ihrer Gruppe Eis essen, vor allem in der Nähe der Ausstellung. Keine Kinder auf dem Geländer. Auf den Geländern. Wenn sich jemand einen Arm oder ein Bein bricht, kann er nicht zu Pavlov, da der Zugang zur Krankenstation bis auf weiteres eingeschränkt wurde. Lasst die Kinder nicht zu lange im Bura-Spielbereich herumtrödeln und lasst sie nichts in den Wal werfen. Wir mussten letzten Mittwoch 2 Papierflugzeuge rausfischen. Wir mussten schon 2-mal Kinder von den Wolken in der Chelomai-Ausstellung herunterholen. Die Kabel sind robust, die halten ein Kind schon aus, aber es ist einfach zu gefährlich. Bitte achtet darauf. Geht mit den jüngsten Kindern nicht zu Pavlov.
Sie fangen nur an zu weinen. Kurz gesagt, haltet euch an alle Regeln und habt keine Angst, die Betreuer zu tadeln. Es ist ihre Aufgabe, die Kinder zu beaufsichtigen. Eis, Limonade, Mineralwasser, Bonbons, Spucktüten, Plüschtiere für Grundschüler. Keine Ahnung, es gibt sowieso nie genug. ABC-Bücher, populärwissenschaftliche Bücher, 300 Stück, Reste an die Akademie schicken. Es ist schon komisch, aber die Tereshkova liebt sie, obwohl sie ein Roboter ist. Die Sprosse des Mutterlandes. Blumen, gib ihr Blumen. Einige Roboter sind nahezu menschlich und einige Menschen sind nahezu wie Roboter. Kann man so sehen oder auch nicht. Also, nochmal von vorn. Was hat es mit diesen Darwin... Ja! Ich helfe... Pass einfach auf deine Finger auf. Ich möchte nicht wieder nach diesem Multischlüssel suchen. Der Hammer ist des Arbeiters Freund. Die Sichel des Bauern Werkzeug. Der fünfzackige Stern wird von ihnen geehrt. Sie verteidigen ihn ungebeugt. Wie wär's mit etwas fröhlicher Musik? Wir haben schon genug Weltuntergangsstimmung. Radio der Zukunft. Erstaunliche Musik, die auf Basis der Vorlieben und Tendenzen moderner Künstler von einem hochmodernen Quantensuperrechner erzeugt wird. Laut der Relativitätstheorie sind das die Lieder, welche die Bürger der Zukunft hören werden. Aber die heutigen Bürger können sie bereits hören. Bedeutet das nicht, dass es dann die Musik der Vergangenheit sein wird? Und in 30 Jahren wird niemand diese Musik schreiben, weil es sie schon gibt. Die Musik der Zukunft könnte sich ständig ändern. Gut aufgepasst. Du hast ein Zeitparadoxon entdeckt. Wie aufmerksam. Die Musik der Zukunft prägt den Musikstil in der Gegenwart. Aber die Superposition des Betrachters und die wahrgenommenen Informationen befinden sich in einer selbstkonsistenten Schleife. Um es für Laien verständlich zu machen, wir hören immer die Musik der Zukunft und bestimmen gleichzeitig, was sie sein wird. Oh, scheiße. Wenn das für Laien verständlich sein soll, möchte ich nicht die komplizierte Erklärung hören. Ich krieg schon Kopfschmerzen. Bitte sehr, etwas Lebendigeres wirst du hier nicht finden. Lausche des Frühlings, süßer Hymne, wohin auch du dich begibst. Ich liebe dich, Leben, und kann nur hoffen, dass du auch mich liebst. Halt den Rand, du durchgeknallter Toaster. Es tut mir leid, aber das ganze Chaos hat meine Gefühlsalgorithmen durcheinander gebracht. Pionier Netschajew, du hast den Darwin-Test mit Bravour bestanden. Was willst du werden, wenn du groß bist? Ein Kosmonaut. Was für eine schöne Berufswahl. Ich würde dir... Nun, ich habe deine Aufmerksamkeit genossen, Major. Kann ich dir helfen? Ist dein Speicher undicht, oder was? Ich muss einen Drill ausrufen und das WDNH in den Drill-Modus versetzen. Dazu bin ich leider nicht in der Lage. Was? Du willst mich doch verarschen! Aber ich weiß eine Lösung für dein Problem. Ein einzelner Roboter kann den Militär-Drill-Modus nicht auslösen. Dafür ist die Anwesenheit von zwei Robotern erforderlich. Na super, und wo finde ich ein weiteres Metall-Arschloch? Vor diesem schrecklichen Albtraum war der Informationsraum mit zwei Robotern besetzt. Aber die Amokläufer haben meine Partnerin Claire zerlegt. Wurden dabei ihre Einzelteile über den ganzen Komplex verstreut? Genau. Woher weißt du das, lieber Genosse? Nur so eine Ahnung. Muss ich jetzt den gesamten WDNH nach ihren Teilen absuchen? Stecke das Verwaltungskontrolllaufwerk in mich, damit ich dir sagen kann, wo die Einzelteile der armen Claire gerade sind. Das ist jedenfalls besser, als wahllos herumzusuchen. Wo ist das Verwaltungskontrolllaufwerk? Mir läuft die Zeit davon. Bitte folge mir.
stecke das Verwaltungskontrolllaufwerk in mich rein. Das ist ja alles ungeheuerlich. Die Roboter müssen völlig den Verstand verloren haben. Was soll es sein, Major? Ich brauche Waffen und zwar viele. Nein, steck mir dein Polymer. Wie ich mir genau überlege, lass mein Polymer in Ruhe. Ach, die Musik habe ich vermisst. Wir sind Schrotflintenmunition noch holen. Arbeitern und Ersthelfern beizustehen. Aber du, wie benutzt du die Arme, die dir dein Schöpfer gegeben hat? Wie ein wildes Tier, um zu zerstören und zu zerstückeln. Schimpft die gerade mit dem Roboter? Und der da steht nur splitternackt herum, als wäre nichts dabei. Schämst du dich nicht? Deinen Iridium-Verdichter zu entblößen, Roboter? Dir ist schon klar, dass er sich das nicht selbst angetan hat, oder? Ach, herrje, was für eine Unordnung! Und wer wird sich wohl ums Aufräumen kümmern? Ich sollte sofort die Reinigungsroboter entsenden. Aber halt, die haben ja diesen Schlamassel angerichtet. Ich bin heute so durcheinander. Wie ich euch Menschen beneide. Ihr könnt einfach eine Klinge ergreifen und diesen schrecklichen Schnurrbart abrasieren. Aber du bist nicht mal eine Maschine. Du bist nur eine Nachahmung, eine Karikatur, ein Teil der Laboreinrichtung. Entschuldige den Ausbruch. Es ist nur so, dass einer von ihnen versucht hatte... Aber wechseln wir das Thema. Es gibt eine Vielzahl von Laborrobotern. Die schwarzen Modelle erwiesen sich als besonders tückisch. Sie benutzten ihren eingebauten Entfernungsmesserlaser, um Menschen aus der Ferne abzuschießen. Wie konnte es nur dazu kommen? Die Spezialisierung der schwarzen Laborroboter hängt von der Software ab, die in ihre eigens angefertigte kinetisch-skalare Neurogel-Kapsel kodiert wurde. Du kannst sie bei einem der besiegten schwarzen Laborroboter erbeuten, sofern seine Kapsel noch intakt ist. Was? Ich habe kein Wort verstanden. Du bist eine Assistentin, Tereshkova, also rede gefälligst wie ein Mensch. Schockierend! Du hast keinen Anstand. Du hast vielleicht schon Nora gesehen, den monströsen Fabrikator, der Menschen unter unvorstellbaren Qualen zu Tode foltert. Es schmerzt meine Algorithmen, dich in ihre blutigen Fänge schicken zu müssen. Aber es geht nicht anders. Sie ist die Einzige, die diese Kapsel dazu nutzen kann, um deine Waffen zu verbessern. Ja, beweg deinen Arsch, Tereshkova. Wir haben es eilig. Schon unterwegs, Genosse. Oh, wer ist ein braver Junge? Wer ist der süßeste, drolligste, knuffigste kleine Junge? Du natürlich, du kleiner Schussel. Selbst im Kampfmodus greifst du keine Menschen an, weil du so ein Schnuckelchen bist. Habe ich nicht recht? Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Hier, Genosse,
Das Verwaltungskontrolllaufwerk sollte an diesem Stand sein. Bitte stell eine Verbindung her. Was? Ach so. Versuch bitte vorsichtig zu sein, Genosse Major. Ich habe höchst empfindliche Innereien. Oh, was hat da geknackt? Entspann dich, das waren nur meine Gelenke. Fertig, passt alles. Verwaltungskontrollrechte erfolgreich erteilt. Und jetzt? Ich öffne die Tür zum Atrium für dich. Durchsuch jede Ebene und finde meine arme Claire. Ich bleibe mit dir in Funkkontakt. Sobald du eine Ebene erreicht hast, scanne ich sie, um die Einzelteile zu finden. Die meisten sind im Erdgeschoss. Bitte setz Claire wieder zusammen. Haben wir darauf geachtet, dass die Augen von ihr rotieren? Also die Pupillen, das soll andeuten, dass das halt Kameras sind. Speichere Daten. Was sagt mein Polymerstand? 143. Ein bisschen hin und her gerissen. Schauen wir uns mal die Ausstellung an. Boah, sieh dir das an. Der reinste Palast. Das nenne ich mal Stil. Lass mich den Anblick genießen. Hey, das war der Staubsauger von den Teletubbies. Schlurp oder so. Er hat ein bisschen Blut. Also bist von oben gekommen. Ja, leck mich. Yeah. Au!
dachte, da könnte man rein an der Seite. Aber da war leider nichts. Hier so eine Kack mit mehreren Containern. Oha, das ist neu. Was ist denn mit Ihrem Kopf los? Willkommen! Tritt näher! Hab keine Angst vor meiner Macht! Was? Charles, ist das noch eine Leiche? Ich bin Orakel. Ich bin die Allsehende. Früher war ich eine einfache Archivangestellte. Jetzt aber bin ich allmächtig. Ich sehe alles. Ich weiß alles. Und ich bin alles. Alles klar. Das fehlte gerade noch. Charles, dir hier ist total durchgeknallt. Wieso so skeptisch? Sergei Alexejewitsch, du solltest lieber Viktor Petrov ergreifen, statt meine Größe anzuzweifeln. Eine interessante Abweichung. Diese Frau leidet an einer Polymer-Überdosis. Das passiert, wenn ein menschliches Gehirn an eine große Datenmenge angeschlossen wird. Das hat sie offenbar umgebracht. Und jetzt hat sich das Orakel mit dem gesamten WDNH verbunden. Sie hat Zugriff auf alle Rechner, Kameras und Terminals. Also ist sie Teil des Komplexes? Mit unbegrenztem Zugriff auf alles? Ah, du bist also das Orakel. Kannst du das beweisen? Ich muss dir meine Macht nicht beweisen, Sterblicher. Aber es könnte ganz amüsant sein. Was willst du? Soll ich dir von deiner unbekannten Vergangenheit erzählen? Oder den guten Geistern, die dich umsorgen und auf ewig lautlos weinen werden? Aber wozu das Ganze, wenn du nicht mal siehst, was direkt vor deiner Nase geschieht? Ah, du schwingst ja große Reden. Machen wir es doch nicht so kompliziert. Kannst du diese Tür für mich öffnen? Ob ich kann. Und ob ich kann. Ich kann alle Türen öffnen. In der Vergangenheit wie in der Zukunft. Sieh her. Öffne dich. Krass, hätte ich nicht gedacht. Uff, zu viele Informationen können einen wahnsinnig machen. Ganz recht. Mein Kompliment für deinen Einfallsreichtum. Das war clever. Du kannst offenbar über deinen Tellerrand schauen. Ja, ja, ich bin selbst ganz stolz auf mich. Sie war ziemlich nützlich. Woher hat sie von mir und meiner Mission in Wawilow gewusst, wenn sie das WDNH nie verlassen hat? Interessante Beobachtung, Genosse Major. Und eine sehr gute Frage. Das kann ich auch nicht sagen. Das mit den Leichen reden ist immer noch das Abstruseste am ganzen Spiel. Ich bin übrigens immer verwundert, weil jetzt gerade so mit dem trockenen Humor vom Major angesprochen wird, dass das so in Kritik gerät immer. Also haben die Menschen keinen Sinn mehr für trockenen Humor? Ich finde, das ist
ein richtig guter Humor. Den der Major an den Tag legt. Wie sehen die speziellen Neurokonnektoren von Sechenovs Team aus? Auf den speziellen Neurokonnektoren steht der griechische Buchstabe Gamma. Und sie sind wie Armbänder geformt. Man trägt sie am rechten Arm. Gamma? Was ist mit Beta? Oder sind das die gefälschten Konnektoren, von denen du gesprochen hast? Die falschen Konnektoren tragen tatsächlich den Buchstaben Beta. Aber die Beta-Konnektoren waren anfangs echt. Verstehe ich nicht. Die ersten experimentellen Prototypen der Neurokonnektoren mit Entscheidungsbefugnis hießen Beta-Konnektoren. Es gab nur zwei davon und Dr. Sechenov hat sie so entworfen, dass sie wie Ringe aussahen. Okay, und was ist mit ihnen passiert? Nach Abschluss der erforderlichen Experimente nahm Dr. Sechenov diese Ringe von der Liste der speziellen Neurokonnektoren. Daraufhin wurden verbesserte Gamma-Modelle für die Wissenschaftler angefertigt, die wie Armbänder aussahen, eines für jedes Mitglied seines Teams. Dann gibt es also nur 7 dieser Gamma-Konnektoren. Für Vavilov, Koroljov, Kurchatov, Lebedev, Pavlov, Filomonenko und Chelomei? So ist es. Genosse! Hey, Genosse! Hilfe! Hol mich hier raus! Ich bin ein Student von Natur! Und mein Vater ist eine sehr bedeutende Persönlichkeit! Herzlichen Glückwunsch. Aber das bringt dir nichts mehr. Was meinst du damit? Weißt du überhaupt, wer er ist? Er kann dir ein Haus auf dem Land bauen lassen, dich auf eine Urlaubsreise schicken. Oder willst du vielleicht ein Auto? Na komm schon, Mann! Hol mich einfach hier raus! Ganz egal, wer dein alter Herr ist. Sein Sohn ist tot. Was? Wie meinst du das, tot? Wie sollte ich dann mit dir reden? Bist du blöd oder was? Du gehörst zur Arbeiterklasse, also arbeite auch, verflucht nochmal! Weißt du überhaupt, wer ich bin? Nein, und das ist mir auch scheißegal. Wir sind keine Freunde, ja? Geht das in deinen dicken Schädel rein? Und die Arbeiterklasse kann sich wehren, du rückgratloses Stück... Fleisch? Warte, bin ich wirklich... Scheiße. Und ja, du bist es. Ich sag der Führerin deiner Gruppe Bescheid. Vor allem, ich sag der Führerin deiner Gruppe Bescheid. Aber es ist auch eigentlich, dass der, P3, der Hauptcharakter, ja eigentlich das kommunistische System von Anfang an hinterfragt ein bisschen und dagegen ist. Der macht zwar seinen Job, aber der ist halt nicht so zufrieden. Ich glaube, es gibt keinen Nahkampfkill gegen den. Also entweder kämpfe ich gegen den offen oder ich lasse es halt bleiben. Na toll. Gibt halt nicht mehr genug kernige 80er-Jahre-Helden. Sind alle verstorben. Der Master Chief ist noch ein bisschen 80er-Jahre-Held. Legenden sterben nicht. Das gilt selbst für landwirtschaftliche Nutzpflanzen.
Die Proben der speziell gezüchteten Pflanzen, die hier zu sehen sind, können in jeder Umgebung überleben. Sogar auf der Oberfläche anderer Planeten. Und das ist ein Marsbaum, Maisbaum. Ein Mais-Marsbaum, so. Wo soll der dritte sein? Woher kommt ein Schwarzer gerade die Treppe hoch? Also ein schwarzer Roboter. Weil ich noch kurz gedacht, dass das vielleicht in einem von den Dingern hier drin wäre, aber da ist ja nichts. Also wo wird der dritte Kanister sein? Nix. Hoi, hoi. Ach, Menno. Wobei, wahrscheinlich täusche ich mich wieder. Das muss doch alles in der... Also, ne? Wenn die uns schon hinführen... Warum sollte er nicht da sein? Der hat eigentlich Widerstand gegen Elektro. Der hat eine Schwäche gegen Feuer.
Ich dachte, alle Roboter haben Elektrowiderstand. Da ist ein Schloss. Ach, jetzt habe ich in die ganzen Abschnitte reingehen. Scan-Zyklus. Modul, Gliedmaße, Bein links, nicht gefunden. Na toll. Und wo soll ich jetzt danach suchen? Bei meiner Kühleinheit. Diese schnurrbärtigen Perversen müssen sie in den Wartungsraum gezerrt haben. Bin schon unterwegs. Und dann was? Spielen die mit dem Bein da rum? Hier war es mal echt schön, bevor alle umgebracht wurden. Ein wirklich tragischer Anblick. Orb 17. Ist für die Verkehrsüberwachung. Und Recht und Ordnung verantwortlich. Der Kondor. Dich kennen wir ja auch inzwischen gut. Pacella. Leichte Transportdrohne, aber auch als Reparaturdrohne eingesetzt. So, ist ein Glied in der Kette aus Habicht, Löwenzahn, Schwarm und Pacella. So, ich bin begeistert von den Plakaten. Aus dem Generalsekretariat in Moskau. Eine Gruppe von Studenten unternimmt eine Reise hierher, doch es sind keine gewöhnlichen Studenten, sondern die Kinder sehr einflussreicher Personen. Ich will, dass du sie persönlich durch das Museum führst, Genossin Elisarov. Und bevor du protestierst, sage ich dir lieber sofort, dass jede Diskussion zwecklos ist. Die jungen Leute müssen eine Führung durch das gesamte Museum erhalten. Man muss ihnen alles zeigen und sie gewaltig beeindrucken. Zeig ihnen restlos alles und sorge dafür, dass sie sich nicht langweilen. Die Zukunft der Unterhaltung für Kinder in einfachen, aber dynamischen Spielen liegt. Ich empfehle der Akademie dringend, dieses vielversprechenden Ansatz weiterzuverfolgen. Wir müssen noch weitere solche Spiele für Schulkinder und Jungpioniere entwickeln, die sie auf ihre Birne oder vielleicht sogar ihren Gedankengeräten spielen können. Die interaktive Unterhaltung könnte die Zukunft einer ungeheuer könnte die Zukunft eines ungeheuer mächtigen Instruments werden. Stell dir vor, lauter Leute spielen auf irgendwelchen komischen elektrischen Geräten und auf ihrem Heimcomputer Spiele. Ja, die Hummel, die uns am Anfang getragen hat. PDH 60 ist ein Exemplar des sogenannten lebenden Kopfes. Ein Experiment zur zerebralen Automatisierung. Trotz seiner funktionierenden Sprachorgane kann der lebende Kopf nicht selbstständig sprechen, sondern ahmt menschliche Sprache lediglich durch Dekodierung elektromagnetischer Impulse nach, die in Echtzeit durch ein neurales Netzwerk übertragen werden. Das ist so Insektengiftverteilung.
Konstruktion und Schweißarbeiten zum Einsatz. Moment, bevor wir da weitergehen. Ah, ich habe Angst. Nein, habe ich nicht, aber... Da ist die Sicherheitsüberwachungsdrohne noch. Man kann die Verwandlung übrigens unterbrechen. Man muss halt nur schnell genug sein. Schon länger keinen Bossfight mehr gehabt. Gegen wen denn auch? Da steht Strudel. Gegen den Boss vielleicht? Ja, aber... Da muss ja auch Sinn hinter sein. Wir sind ja eigentlich immer noch gerade erst im Museum angekommen. Kaufbörse. Damals gab es ja dann immer so Kinderecken, wo du dann, sag ich mal, dich hinhocken konntest oder Eltern haben dich da hingehockt und konntest da Cartoons gucken, während die dann einkaufen gegangen sind. Heute sagst du deinem Kind einfach, nimm deine Switch mit. Hey, das ist neu. Hier musst du womöglich dein räumliches Vorstellungsvermögen anwenden. Das womöglich kannst du streichen. Diese Schlösser haben es wirklich in sich. Wir haben sowas ja schon mal gesehen. Speichere Daten. Einfach weil wir die ganzen Test-Chambers schon gemacht haben. Hey Charlie, warum konnten Sie nicht einfach überall normale Schlösser anbringen? Solche mit Zahlencode und so. Wahrscheinlich, weil dann jeder, der den Code gehackt hätte, ohne Berechtigung die Schlösser hätte öffnen können. Ja, aber jetzt kommt man einfach durch, wenn man die Rätsel löst. Das schafft doch jeder. Scheißknopf. Brr, 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 brr.
Und das ist auch schon wieder so eine Drehscheibe. Na, kommst von oben runter auf diese Scheibe. Also hier lang. Knack, knack. Oder von unten nach oben. Na auch. Ich spiele das doch auch zum ersten Mal. Na, zweites Mal, wenn man es gestern mitzählt. Bei den Abschnitt. Ich weiß ja, ob man wegen Stream irgendwas fragen kann. Man kann es ja einfach mal versuchen. Wenn es jetzt eine technische Frage ist, dann wahrscheinlich eher nicht so. Nichts machen. Warum sollte ich versuchen, ob der AV1-Codec mit der 94 geht, wenn ich einen Streaming-PC habe, wo keine 94 drin ist, mit der ich dementsprechend arbeite? Man muss dabei auch immer... Ach, da ist das Rad. Dr. Sechenov hat doch nie ein Armband getragen. Sieht der Alpha-Connector irgendwie anders aus? Und ob? Dr. Sechenovs Gerät ist einzigartig. Und Form und Ort gehören zu seinem bestgehüteten Geheimnis. Dann muss sein Alpha-Connector also gut bewacht sein. Und wer macht das? Argentum? Es wäre viel zu riskant, Menschen damit zu betrauen. Er wird von Dr. Sechenovs persönlichen Leibwächtern bewacht. Den Ballerina-Zwillingen? Ihre Bewegungen sind so... anmutig und elegant. Sie erinnern mich an irgendwas. Ach ja? Und woran genau, Genosse Major? Ich weiß nicht, an etwas... etwas Gutes. Ich habe nicht gut aufgepasst, was ich nach unten jetzt ziehen muss. Übrigens das mit der AV1-Codec-Geschichte, das ist eine reine Nummer der Lizenzgeschichte. Keiner will für den H265-Codec bezahlen und deshalb benutzt man AV1-Codec. Oder behält im Moment den H264. An sich könnte man mit dem H265-Codec genauso gut arbeiten, aber jetzt wollen sie halt... Ich glaube, der AV1 ist ja Google-mäßig und Google muss ja keine Lizenzierungskosten mehr zahlen. Und da ist der eigentliche Gedanke dahinter. Google wird Druck machen, dass AV1 in Zukunft von allen genutzt wird. Weil YouTube selbst wahrscheinlich irgendwann darauf komplett umschwenken will. Da ist auf jeden Fall ein ganz großes Konstrukt hinter, warum jetzt AV1 als Codec verwendet wird, stärker und dieser H264 und 265, obwohl das eigentlich auch super funktioniert, nicht mehr genutzt wird. Aber ich bin da jetzt gerade nicht 100% drin.
Naja, der H265-Codec kann mit der Hälfte der Bitrate gleiche Qualität liefern zur vorherigen Bitrate. Aber es sind die üblichen Marketing-Sachen. Und das ist alles ein bisschen Auslegungssache, wer es gerade testet. Ist auch egal, ich will jetzt darüber keine Diskussion haben. Weil es ja auch keinen Sinn macht. Die Laserdisc war auch besser als die CD. Trotzdem hat sich die CD durchgesetzt. Max, mochtest du die Laserdisc nicht? Die Laserdisc ist die große 50 cm Disc von früher. Okay, man sollte sich da nicht draufsetzen. Die. Ja, du kannst es eigentlich nicht CD-Schallplatte nennen, weil die Technik ja nicht der Schallplatte nachempfunden ist. Scheiße. Oh, du dämliches Ding. Und im Spiel sind immer Rätsel. Obwohl die Rätsel hier im Vergleich zu denen in den Test-Chambers einfacher sind. So, eigentlich muss ich da oben drauf. Das wäre dafür der optimale. Ach, scheiße. Das Spiel ist im Xbox Game Pass drin, weil es mit, also Microsoft mit published. Das hier ist der richtige. Ach, Bleistift setze ich nicht durch. Und damals, was war Blu-ray und was haben die anderen gemacht? HD-Disc, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Technisch eigentlich beides auf demselben Level. Nee, die Datasette ist noch was ganz anderes. Vor allem wurde die Datasette ja eigentlich nur benutzt für Datenspeicherung bei Serverlandschaften. War es die HD-DVD? Ich weiß es nicht. Nicht mehr. Auf jeden Fall gab es noch lange Zeit Abspielgeräte dafür. Wobei das Format tot war. Das war aber auch so eine Entscheidung der Stärkeren auf dem Markt. Naja, die PlayStation hat da damals auch viel geholfen, stimmt ja. Ich erinnere mich. Weil die PlayStation 3 damals Blu-ray-Laufwerk hatte, hat sich das stärker durchgesetzt.
HD-DVD war es damals. Ja, es ist nicht, dass sich bessere Technologien durchsetzen, das stimmt nicht. So wie Massa das schreibt. Also ich habe in der IT gelernt und es ist halt einfach, wenn du so die Zeit durchgehst, es hat selten was mit der besseren Technologie zu tun. Ja, solche... Du hast auch HD-DVD gesagt, ist ja gut. Goldene Schweine. Preis hat auch ein bisschen damit zu spielen, aber ich glaube, das hat sich bei das hat bei Blu-ray und HD, DVD nichts mit zu tun gehabt. Weil der Preis sich einfach bestimmt nach Masse. Und Godspeed, ich guck einfach, wie es weitergeht. Oh. Ah, nee. Ich wäre von hier gekommen. Das bringt Godspeed mich schon so durcheinander, weil er mich gefragt hat, was ich überhaupt suche. Es muss eine Möglichkeit geben, da runterzukommen. Das ist das Loch, wo ich durch muss. An den Magnetdingern hoch. Ach übrigens, Speicherkristalle, um irgendwelche den oder beziehungsweise ja, gab's mal dieses Ding, ne? Man kann in Kristallen in Informationen speichern, dann kommt immer die Sache mit DNA-Speicher, weil DNA ist ein gutes Speichermedium. Hat man ja auch schon irgendwie einen Film in DNA gespeichert, muss man dann irgendwie nur mit irgendwelchen Geräten lesen können. Du hast die Wartungsräume der Anlage erreicht, Major. Eins der Beine meiner lieben Claire ist ganz bestimmt dort. Ja, ja. Auf und davon. Das ist genauso wie der Typ, der, Plankton genetisch irgendwie entwickelt hat, der Treibstoff herstellen kann aus Wasser und Nährstoffen.
Wo du einfach dann auch gesagt Dieser hast, ja. Der Roboter ist im Nahkampf sehr gefährlich. Ach, deshalb kriege ich eins auf die Schnauze. Was bist du für einer? Danke, das ist ein schöner Fuß. Du wolltest es so. Lebensleiter, das ist kein Boss. Aber manche Räume sind echt kahl, also leer. Charles, warum hat der Boss die echten Beta-Konnektoren außer Betrieb genommen? Waren sie kaputt? Nicht ganz. Dr. Sitchinoff war nicht überzeugt, dass es bei Kollektiv einen Bedarf an Entscheidungsbefugnis gab. Also wollte der Boss Gleichberechtigung und hat wegen Molotow seine Meinung geändert? Vielleicht, Genosse Major. Was soll das heißen, vielleicht? Dr. Sitchinoff wollte Gleichheit für alle. Daran besteht keinerlei Zweifel. Aber es gab den Alpha-Konnektor schließlich gleich von Anfang an. Was, wenn der Boss die Macht des Alpha-Konnektors gar nicht nutzen wollte, sondern ihn nur zum Starten von Kollektiv brauchte? Das ist doch möglich, oder? Möglich ist alles. Okay, dann sind wir da jetzt rausgekommen, haben einen Fuß gefunden. Und hier ist dein Bein. Diese Selbstreparatur ist ja cool. Mein Gott. Kann so ein bisschen zärtlicher sein mit der Frau. Mal in den Pflanzenabschnitt. Neuer Scan-Zyklus. Modul, Gliedmaße. Arm, rechts gefunden. Ort, Wawilow-Etage. Übertragung gestört. Daten unvollständig. Was ist denn? Warum können wir das Modul diesmal nicht lokalisieren? Ich kann leider nicht helfen. Es gibt eine Störung auf dieser Etage. Mögliche Störquellen könnten eine elektromagnetische Abschirmung oder ein langes, gestrecktes Objekt sein. Ein großes, längliches Objekt? Klingt ja merkwürdig. Ich zoll den einfach mal andersrum auf. Hallo Yarin. Du willst Poop wieder schwitzen stehen. Ich hoffe, ich schwitze heute nicht. Na, als toll. Einer von diesen ein Bordingern. Und viele kleine Mistviecher. Reparaturdrohnen her. Da rechts.
Was soll ich denn damit machen? Moment, damit. Ich hoffe, wir aktivieren damit nicht den großen Roboter. Die Musik ändert sich übrigens ständig. Zur Beachtung für alle Fremdenführer. Denkt daran, im Gegensatz zu anderen Geräten, die in dieser Anlage gebaut werden, werden Burafs nicht ins Ausland exportiert. Hebt das aber nicht hervor, sondern meidet das Thema, wann immer möglich. Ebenso gilt, behaltet alle Besucher genau im Auge und lasst sie die Geräte nicht zu genau oder zu lange ansehen. Fotografieren ist strengstens verboten. Lenkt ausländische Delegationen durch ein Spiel ab, zeigt ihnen Dias von Projekten, die durch Burafs fertiggestellt wurden und gebt ihnen auf keinen Fall genug Zeit, das Gerät direkt zu studieren. Bitte bei Führung beachten, der Buraf ist das Kronjuwel der sowjetischen Schwerindustrie und der ganze Stolz der Anlage. Wenn ihr darüber redet, vergesst nicht, die folgenden Fakten zu erwähnen. Das Gerät spart monatlich etwa 10.000 Mannstunden. Ein großer Buraf kostet so viel wie ein Raumschiff. Die Technologie für die Herstellung des Geräts ist derart komplex, dass der kleinste Fehler in den Berechnungen sie unbrauchbar machen kann. Der Buraf kann sich nur zwei Wochen, kann nach nur zwei Wochen ununterbrochenen Einsatz eine Tiefe erreichen, die der des Marianengraben entspricht. Die Buraf-Technologie wurde durch einen Unterseebootentwurf des Erfinders Trebelov inspiriert. Im Krieg wurden Buraf-Prototypen als Kampfeinheiten eingesetzt, um gewaltige Sprengladungen hinter feindliche Linien zu bringen. Sie erhielten den Codenamen Smaigorgensch, ein Drache aus der slawischen Mythologie. Kleinere Burafs, von ihren Erbauern liebevoll Bravi genannt, arbeiten Tag und Nacht unter uns und erweitern die unterirdischen Gebiete der Anlage. Warum lassen die Leute überhaupt den Buraf angucken? Ach, er leckt mich. Ist das ein Spiel für Kinder? Das ist ein Logikschlüssel. Nicht schlecht. Und wofür? Ich glaube, er aktiviert eine Art Prozess. Snake. Buraf. Buraf Snake. Scheiße, Charles! Ist das der Prozess, den ich gerade aktiviert habe? Wohin denn? Hey, hey! Scheiße, was soll das? Du scheiß Metallarschloch! Du hast mich fast zu Tode erschreckt! Das war knapp! Ja, scheiß drauf. Wenigstens habe ich den Arm. Der hier sieht richtig aus. Suchen wir den Rest. Wo ist dein Scheißknopf? Ich bin gut drauf heute. Oder auch nicht so. Elendes Stück Scheiße. Jahre Bucke macht mich glücklich. Oder 90er.
So, mal eben die verstreuten Teile einsammeln, dann können wir auch schon weiter. Danke fürs Folgen, MBXSteff2. Mögest du ein echter Mensch sein. Jetzt einfach zurück oder gibt es einen Alternativweg? Charles, nachdem die ganze Beta-Connector-Idee tot war, haben Sie also die Neurokonnektoren mit Entscheidungsbefugnis gemacht? Leider ja. Der Machtkampf im Kreml hört niemals auf. Die Parteiführung wollte auch bei Kollektiv die Macht haben. Aber es ist doch unsere Regierung. Wir sind die UdSSR. So ist es. Aber Kollektiv war für alle auf der Erde gedacht. Und die UdSSR ist nicht das einzige Land. Wir können Kapitalisten und Imperialisten nicht im Kollektiv lassen. Warum nicht? Kollektiv als weltweiter Zusammenschluss gleichberechtigter Menschen, in dem Roboter alle Arbeiten erledigen. Bro hat die gleichen Möglichkeiten. Warum bekomme ich denn jetzt so viele Gegner vorgeschmissen? Leider ist für Machthaber Gleichberechtigung nicht attraktiv. Damit der Kreml also nicht alles an sich reißt, hat doch das Schätzchen auf Entscheidungsbefugnisse in Kollektiv programmiert. Verstehe. Kommt ihr, ihr Schweine, traut ihr euch nicht, ne? Also langsam ballert er schon einiges mehr gegen mich. Ja, okay, der erste Arm passt. Kugelgelenk. Trotzdem fehlt immer noch der eine, der eine Bottich. Und nein, es fehlt noch der andere Arm. Neuer Scanzyklus, Modul, Gliedmaße, Arm, links gefunden, Ort, Pavlov-Etage. Könntest du etwas genauer sein? Das ist widerlich. Er steckt in etwas Warmem, Klebrigem. Oh nein, rotes Polymer. Ekelhaft. Was soll denn das heißen? Es tut mir leid, Genosse. Das sind die einzigen Daten, über die ich verfüge. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Definitiv. Speichere Daten. Zugang gewährt. Was aber ein Polymerspeicher? 263 Polymer, was ist passiert?
Okay, waren auch ziemlich hochrangige Gegner die ganze Zeit. Was soll es sein, Major? Da fehlt eins von diesen rechten Teilen. Erleichtert das Zielen. Okay, das verringert nur den Rückstoß. Eiskartusche kann weg. Ob jetzt schon Teil 2 geben wird, gucken, ne? So, die Fatboy-Raketen behalte ich ja. Ja, soweit ich weiß, ist ein Season Pass incoming. Also beziehungsweise den kannst du jetzt schon bestellen. Aber ich werde ein bisschen vorsichtig. Das Spiel hat 5 Jahre Entwicklung gedauert und ne, es lief mal so und so bei der Nummer. Aber das ist das Ziehen erleichtert.